Und damit, hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Beim letzten Mal sind wir ja schon mal in Richtung dieses Winterpalastes gegangen und haben ein paar Nebenaufgaben erledigt und auch in einem Keller von einem verrückten Typen reingeschaut, der einen Stromausfall hat. Diese Quest machen wir aber wann anders. Heute geht es hier in den Tempel hinein und da ist sogar Story. Heiliger Klabautermann! Das Mädchen, das arme Ding, ist immer noch im Winterpalast. Ich, elender Sohn eines Käseschnüfflers. Ich habe versucht, sie in Sicherheit zu bringen, wurde jedoch von unsichtbarer Hand hinausgeworfen. Sie wird gefangen gehalten. Das von Sekunde zu Sekunde finsterer und bösartiger wird. Wie ein Nudelaal oder ein Fransenkauderwelz. Es ist ein finster Zeit-Tentakel. Mit denen hatten wir schon das Vergnügen, Herr... Captain Iglo, ich meine Orion. Diensthabender Wächter auf Lockenbrocken. Meine Freunde nennen mich Schleppnetz. Ihr dürft mich aber Captain Iglo, ich meine Orion nennen. Ach, wenn ich doch nur... Das Mädchen und ich sind hier gelandet, als mein Schiff der Treibstoff ausging. Ich hielt es für sicherer, alles zu verlassen. Kapitän, wenn ich doch nur... Folgen Sie uns, sobald wir drin sind. Dann finden Sie Ihre Freundin. Und nur fürs Protokoll. Bei der Tür muss man drücken, nicht ziehen. Sie wird von irgendwas gefangen gehalten. Das von Sekunde zu Sekunde finsterer und bösartiger. Okay. Sorry wegen den Captain Iglo-Anspielungen. Aber come on, also wirklich. Los, rein da, zack, zack. Hatte ich vor, was war das am Fenster? Ich will da nicht rein. Tschüss, Captain Iglo. Ich werde den Captain Iglo nennen, weil ich finde, der Name passt besser. Wir steppen mal hier rein und gucken, was uns da drin erwartet. Sieht alles sehr sass aus. Mystisch. Fällt mir. Ah, okay. Hier ist aber nochmal ein Checkpoint. Und der läuft mit. Kämpfst du mal mit uns mit, Kollege? Das fände ich super, super cool. Da ist nochmal so einer. Ich habe tatsächlich aber zwei Pilze schon gekauft. Deswegen kein Stress. Wir haben wieder 10 Pilze auf Vorrat. Und ja. Ein kalter. Ich glaube, das soll Gruß heißen. Aber scharf es gibt es, glaube ich, nicht. Deswegen schauen wir uns das hier mal an. Ja. Was war denn das oben am Fenster, dass da so blau leuchten? Ein Eismonster? Ich weiß es nicht. Mann! Warum denn? Hör doch auf. So. Bebos Taktik-Camp brauchen wir nicht. Showtime. Erstmal gesagt, wir holen hier einen super wunderbaren Double Dash raus. Oh ja, sehr schön. Dampfattacke fühlt sich auch nicht allzu bad an. Ja, genau. Wie strong wäre es? Wish! Aus dem Weg! Ich will mit dem zweimal dashen, ja eben. Wish! Hab einen! Können wir auch direkt schon weiter steppen? Einen von 12 besiegt, das ist eine Lüge. Der lebt noch? Ah, okay. Dann steppe ich mit dir mal hier lang. Und. Greif euch drei volle Kanne an! Und treff euch auch alle! Wundervoll, wundervoll! Ja, dann hole ich doch hier gleich nochmal einen Dash raus. Sam. Und Step Rabbit Luigi mal hinterher. Wenn wir uns hierhin richtig gut hinstellen, so, können wir die zwei auch nochmal dashen. Weil wir können ja mit ihr auch zweimal dashen. Ja, wunderbar. Und raus sind sie sogar. Okay, das heißt, wir haben jetzt schon 4 Gegner bekämpft. Wunderbar. Ja, die da oben erreiche ich so ganz knapp. Ganz knapp, so ganz knapp. Was war das denn? So ganz knapp, Leute, nur so ein bisschen. So eine Filmklappe, so ein mini bisschen. Und weird, ich war. Hm.
Ja, ob das jetzt was bringt, da drauf zu ballern? Ah, ne. Hm. Ich hätte mit Mario noch laufen können, hätte ich nicht geschossen gerade. Da sich die aber safe bewegen werden, zünd ich mal. Einzig wahre Heldensicht. Und gib mal den Zug ab und guck mal, was die hier machen. Ja, guck mal, wusste ich doch. Zack, zack, weg damit. Ich könnte mich treffen. Ja. Mach doch gut Damage. Alles gut, kein Stress, kein Stress. Den können wir jetzt auch rausholen. War auch mit einem Double Dash, hätte ich gesagt. Minus 1. Ja, minus 1. Wir so ein bisschen in dem Radius von Rabbit Luigi sein. Beziehungsweise möchte ich erstmal Mario holen, ja? Weil Mario ist ja komplett am anderen Ende der Welt. Ich believe, ich kann fliegen. Und knapp, aber wir kommen durch. Wundervoll. Ach, und damit auch hier hin. Und das trifft sich jetzt aber gut. Moin, Meister. Geht's. Komm, komm. Oh, aber sehr, sehr schön ist es. Hier machen wir auch noch einen Jump. Und zwar hierhin, dass du auch durch die Röhre durchsteppen kannst. Das ist ja das Wichtigste tatsächlich, meiner Meinung nach. Ich finde es auch cool, dass die Treppe als ein Block zählt und man den komplett hochlaufen kann. Finde ich ganz nice. Swoosh! Swoosh! Mittlerweile habe ich mich auch schon, muss ich sagen, an die Stimmen gewöhnt. Ich finde, die hören sich gar nicht mehr so cursed an, wie noch am Anfang. Am Anfang war es auch arg cursed, weil alles so neu war. Aber er fühlt sich besser an. So, eine gute Verteilung ist wichtig. Das heißt, so, dass ich mich gleich hinter dem Block verstecken kann hier. Kann ich nicht dashen? Ah, habe ich schon zweimal. Oh, ja, dann schlechte Idee gewesen. Aber mit Luck ist er raus. Wunderbar. Viel zu leicht. Es gibt ja auch keine Gegner mehr, oder? Bin ich stupid? Sind einfach keine Gegner? Es müssen erst wieder welche spawnen. Ah, yes. Ja, Oh, yeah. Cool. Weiß nicht, was ich groß dazu sagen soll, außer cool. Maximal können wir uns halt noch so ein bisschen verstecken. Dazu zählt halt auch Rabbit Luigi, der sich jetzt halt hier... Da drüben könnte was spawnen, das könnte halt auch hier durchkommen. Deswegen finde ich so ist schon ganz gut. Bin mir auch sicher, dass es zu uns kommt. Nein? Jetzt safe gedacht durch die Röhre. Alright. Tschüss. Das fühlt sich doch nice an. So, das heißt, wir stellen Rebella gleich hier hin und zünden ihre Ulti. Rabbit Luigi, du schaffst es durch die Röhre oder nicht? Ja, du schaffst es. Okay. Dann nehme ich erstmal mit Mario da durch. Kümmere mich um den Kollega hier hinten. Du bist gleich nicht mehr Alpha. Schönen Tag noch. War nett, dich gekannt zu haben. So, noch zwei Gegner müssen wir bekämpfen. Ich sag mal so, ich glaube, Rebella kriegt das hier safe hin. Deswegen hole ich Rabbit Luigi noch rüber, weil da spawnen ja vielleicht auch zwei Gegner. Deswegen ist, glaube ich, so schon besser. Ja. Und hier zünden wir halt noch das da. Die Sturmklinge. Mit der wir alles wegrasieren. Das sehe ich uns doch. So. Und dann gebe ich den Zug mal ab. Und mal gucken, was die hier so Spannendes machen. Da kommt nur ein Gegner. Aber guck mal. Kann nicht mal Schaden machen. Der bewegt sich jetzt, komm. Zack, zack, zack. Lebt aber noch. Naja, das ist nicht so gut. Ich dachte, wir würden mehr Schaden machen. So viel dazu, wir kriegen das safe im First Try hin. Dash. Noch ein Dash. Ne, wir gehen das ganz, ganz safe an. So. Und dann. Nee, passt schon hier zu landen.
Bam, bam. So. Oh yeah. Sieg für mich. Das fühlt sich doch nice an. Gut, Erfahrungspunkte bekommen, weil das wahrscheinlich ein Storykampf war. Da kriegt man, glaube ich, auch allgemein mehr, wenn ich das richtig... Also, wenn das ist mir schon aufgefallen, ja. So, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. So, erstmal Geld einsammeln. Oder halt... Fernsplitterteile. Oh, hier gibt's Bilder. Hier ist unser Meisternavigator, der seine Karte verkehrt herumhält, während er versucht, eine Raststätte mit einer Toilette zu finden. Ja, kann halt schon mal passieren. Level 14er Gegner, da rechts hängt auch ein Bild vielleicht. Ja, guck mal. Schau doch gerne an. Orion ist Misera auf waghalsige Weise entkommen. Trotz der Gefahr, gefangen genommen zu werden, hat er die Hafengebühr vorab bezahlt. Ja, ja, smart, bevor da noch irgendwer ankommt und meint so, nee, 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 jetzt gibt's hier, du hast noch nicht bezahlt. Gibt's Geld? Einfach so. Aber hier kommen wir auch nicht weiter. Einfach so. Was sind das für Geräusche? Finde ich es aber nicht so nice. Vielleicht sollten wir auch hier durchgehen. Aber ich will halt wissen, was ich bin. Ich bin nichts außer der Gegner. Das ist eine Erinnerung. Ja, komm. Ja, okay. Man kann auf jeden Fall nicht an dem vorbeirennen. Ich wollte es einmal probiert haben, ob es möglich ist. Weil vorher haben wir das ja nie probiert, sonst hätte ich A gesmashed, wir ihn weggedasht. Okay. Vorher kam es noch nie dazu, dass ich einem Gegner ausweichen wollte. Also so. Richtig. Deswegen schauen wir uns doch den Kampf mal an. Ja, aber es ist ein kleines Kampffeld. Das sollte doch gehen. Vier Gegner besiegen. Es sollte jetzt nicht die Schwierigkeit werden. Hoffe ich doch. Ich krieg dich. Werf da lieber da rein. Ich hätte vielleicht noch den Luma zünden sollen. Wäre vielleicht gut gewesen. Aber kein Stress. Dann stelle ich hier hin. Doch, doch. Komm mit Luck. Beide raus, sehr schön. Jetzt musst du nur noch den einen Kollegen besiegen. Luigi, du schaffst das. Vielleicht aber auch nicht. Egal, ich zünd. Ich weiß nicht, ob es effektiv ist oder nicht. Ist egal. Es ist effektiv, er ist raus. Ui. Dafür jetzt ein Like da lassen, dass ich das so schön in einer Runde gewonnen habe. Ich liebe Kämpfe, die man so strategisch in einer Runde gewinnen kann. Ich finde das cool. Muss ich ganz ehrlich sagen, macht Spaß, gefällt mir. Wir haben sogar so ein Immunitätsdings bekommen, was wir auch für teuer Geld bei Mr. Robotnik kaufen können. Ah ne, der war ja aus einem anderen Spiel. Okay, gut. Erstmal die Erinnerung mitgenommen. Könnt mir echt die 100% in dem Spiel noch vorstellen. Bis jetzt macht es echt Spaß, hier so viel zu erkunden. So, aber jetzt steppen wir durch die heilige Tür. Und gucken, was sich dahinter befindet. Ich hoffe doch spannende Story-Elemente und vieles. Oh, das muss der Ballsaal sein. Ich habe all die Walzer, Polkas und Foxtrotts, die hier getanzt wurden, genau vor Augen. Ja, wow. Ist ja irre. Natürlich wäre es kein richtiger Ballsaal ohne einen ausgeklügelten Schließmechanismus für die obere Etage, wie diesen hier. Die Dieven haben sich einfach zu oft hinter solchen Türen eingeschlossen. Deswegen haben Ballsaal-Architekten sich etwas ausgedacht, womit man sie mit Hilfe von Schaltern wieder befreien konnte. Da sind noch zwei Türen. Sehen wir mal nach, wohin sie führen. Vielleicht finden wir hier einen Ballsaal-Knigge. Strong, strong. Hier gibt es auf jeden Fall Bilder, die ich mir angucken möchte. Orion hat sich einem Kometenfresser entgegengestellt und überlebt. Aber wenn man die Geschichte hören will, hat er nur Klagen über Spritkosten und die Großhandelspreise für Himmelsfisch parat. Ja, ist ja auch wichtig. Wenn das so teuer ist, finde ich das auch nicht so nice. Orion ist der Sprit ausgegangen. Zum Glück ist er Mitglied bei der Allgemeinen Weltraumgondelpannenhilfe. Das hat sich bezahlt gemacht. Nice. Okay, okay.
Das hier sieht sass aus. Das sieht für mich wieder so nach einem Rätsel aus, wo man was drehen muss. Hier links und rechts sind Türen. Ich will trotzdem wissen, ob man euch drehen kann. Man kann die angucken. Gräfin Vanesia. Die Grafin Vanesia. Die einzige Herrscherin über Flockenbrocken. Der Legende zufolge. Hat sie sich nach dem ersten Latte mit Kürbiskuchen gewürzt, den sie auf Prima Paletti getrunken hat, beschlossen für immer dort ins Exil zu gehen. Okay, es gibt allgemeine Infos dazu. Wahrscheinlich zu ja auch dann. Graf Magnesio. Das ist Graf Magnesio. Der einstige Mieter dieses Palastes. Ist hier? Er ist ausgewandert, als er herausfand, dass es auf Strahlenstrand 6 Eissorten gibt und nicht 3 wie hier. Ja, Scam, mach mal die Eissorten hierher. Okay. Sieht aber doch nicht so aus, als müsste man das drehen. Wir gehen mal zuerst rechts hin. Weil wir da gerade näher dran sind. Und gucken mal hier rein. Will, bevor ich mich mit irgendwas anlege, wissen wir es. Beachte deine Pfeile genau, damit du dich unbemerkt bewegen kannst. Hoffentlich deine Schuhe. Okay, ich hoffe auch nicht. Ja, smart. Okay. Hier mitlaufen, 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 mitlaufen und abhauen. Sehr schön. Will ich da hin? Ich weiß es noch nicht. Erstmal hier stalken. Okay, okay. Aber den verstehe ich. Der ist nicht schwer, glaube ich. Hier verstecken. Also, wenn er Beeper nicht sieht, ist er halt auch ein bisschen stupid. Aber das ist okay. Dann nehme ich das. Geh wieder nach hier hinten. Oh mein Gott, bevor du dich und renn hier weiter. Bei ihm warten wir kurz. Der nochmal umdreht. Will mich eigentlich nämlich mit keinem von denen anlegen. Also doch schon für die Erfahrungspunkte, kein Problem. Aber eher ungern, muss ich sagen. So, damit öffnet sich die Tür da hinten. Wir können da hinrennen. Noch ein Stück, noch ein Stück. Hinter dir habe ich jemanden gesehen, der böse ist. Guck da mal nach. Ja, dumm. Das war sehr waghalsig, aber hat geklappt. Vielleicht nicht meine schlauste Idee. So, das bringt uns was genau? Doch, man muss sie doch drehen, ich wusste das. Ah. Ich verstehe. Hinter dir. So doof. Okay, steppen wir direkt auf die linke Seite rüber. Ist die linke gewesen? Oder waren wir zuerst in der? Ich habe keine Ahnung, wo wir zuerst sind. Ist ja auch egal, gehen wir auf die andere Seite. Auf die linke, ich hatte recht, doch, passt. Und schauen uns an, was es dort zu tun gibt. Ich hoffe auch wieder sowas mit Schleichen. Fände ich tatsächlich angenehmer als mich durch. Sieht aber nicht so aus. Ich will in einem Fass mit Glebarsch gekocht werden, wenn das nicht der Geistertyp ist. Kein Geist. Das ist eine von Miseras Sparkjägerin. Ey, ich bin so schlecht im Leben. War das drüber? Ich habe keinen Bock, gegen das Viech zu kämpfen. For real nicht. Hey, I will not fight against you. Aber erstmal nicht so aus. Hier gibt es sehr viele Türen. Gehen wir mal hier rein. Finde ich nicht witzig. Okay, es ist so ein Geisterrätsel, wo wir halt immer wieder aus derselben Tür rauskommen könnten. Oh, wir sind weiter. Das sieht sass aus. Na, bam. Die Cooldown-Uhr. Wir vielleicht nie benutzen werden, aber vielleicht doch. Irgendwann mal. Kann man doch safe was tun, nicht? Oh, hier ist eine Tür.
Ist da drüben auch eine? Ja, aber hier sind ganz viele von den Wänden. Oh, 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 da sind zwei Türen. Ich schätze mal die hier, weil die unsichtbar ist. Nagelt mich nicht drauf fest. Aber ich hätte gesagt, darum, weil... Ja, ja, okay. First try. Nee, warte mal. Du bist nicht real. Oh. Da vorne. Das könnte jetzt nicht die Tür sein, weil wir ja gerade eben schon eine so hatten. Aber... Hier noch eine weitere Tür. Bei gegenüber. Probier's mit der hier. Hoffen, Leute, hoffen. Hofft mit mir. Haben wir es? Ja, wunderbar! Okay. Hätte nicht gedacht, dass wir das im First Try hinkriegen. Ist auch weird, dass der Sonnenstrahl erst reinkommt, wenn der Spiegel richtig steht. Aber reden wir nicht drüber. Ich wusste doch, dass es was damit auf sich hat. Das sah schon so sass aus. Löse das Sternenbildrätsel. Ey, Rätsel in dem Spiel bis jetzt on top, wirklich echt gut. Sagen wir es, wie es ist. Nehmen wir das doch auch noch gerade mit. Eine Planetenmünze. Krass. Geheimgang entdeckt. Ja, cool. Also Leute, hier immer ganz gut umschauen. Die können überall Wände existieren, die ein bisschen broke sind. Aber darum kümmern wir uns ja. So, und jetzt nach da oben, weil das hat so geleuchtet. Das Wasser, habe ich vorher schon gesagt. So, und dann pressen wir doch mal den Button. I see what you did there. Aber ist das nicht... Oh ne, es muss an den äußeren Kreis passen. Okay, nicht an die Inder. So. Eins. Und zwei. Passt doch, oder? Easy. Vorwärts. Die Tür ist entriegelt. Sie ist offen. Heiliger Klappa... Klabautermann, endlich kommen wir ins oberste Stockwerk. Ja, aber ob ich da hin will, weiß ich tatsächlich nicht. Aua, das war mein Kopf. Das Rätsel fand ich jetzt aber nicht sonderlich schwer. Steppen wir hier durch und guck mal, was sich hier hinter befindet. Ich hoffe mal nicht, dass jetzt direkt schon der Kampf kommt, weil... Der nicht so nice von der Zeit. Das Kuscheltier des Mädchens. Sie hat es immer bei sich. Beeilung! Beeilung, die Treppe hoch. The thing is, wenn ich jetzt da hochgehe und da oben wartet der Kampf, dann reicht es von der Zeit nicht mehr. Wenn ich jetzt die Folge aber beende und da oben ist kein Kampf, dann ist die Folge sehr kurz. Naja, wir müssen uns entscheiden. Orion zahlte seinen Sprit und einen ganzen Haufen extrem ungesunde Snacks mit Kleingeld. Der Tankwart ignorierte ihn einfach. Okay. Feier, die Story ist krass. Was befindet sich hier? Orion war irgendwann so mittellos, dass er einen alten Stiefel als Köder benutzt hat, in der Hoffnung, dass ein Neutrino-Schleim darin einziehen würde. Boah, ekelhaft. Ja, gut. Ich würde sagen, bevor wir durch die Tür gehen, beende ich doch die Folge an der Stelle. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und abonniert den Channel, damit ihr nicht verpasst, was sich hinter dieser Tür befindet. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Das ist schlimm in letzter Zeit. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.